Ja, die Halle wurde von Julius Schulte geplant, hat fast 8 Jahrzehnte lang der Linzer Bevölkerung als Verabschiedungshalle gedient. Und nicht nur Verabschiedungshalle, sondern es sind da auch Kremationen durchgeführt worden. Die Halle ist jetzt 20 Jahre außer Betrieb und wir haben es 20 Jahre ruhen lassen, weil in diesem Raum einfach viele Leute verabschiedet worden sind und da sehr viele Emotionen erinnert sind. Wir haben uns dazu entschieden, diese Halle der Bevölkerung wieder zugänglich zu machen und haben versucht, eine neue Aufgabe für dieses Gebäude zu finden. Und da sind wir dann auf die Ausstellung der Feuerbestattung gekommen. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Feuerbestattung, beginnend mit 1873, die ganze Feuerbestattung, die Entwicklung in Österreich. Am Anfang waren ganz, ganz wenige Einäscherungen. Wir sprechen da nicht einmal von 10 Stück im ersten Jahr. Es hat nur relativ lange gedauert, und zwar wirklich bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, bis dann die römisch-katholische Kirche auch diese Form der Feuerbestattung als Bestattungsform anerkannt hat. Das Verhältnis Feuerbestattung zu Erdbestattung ist über 80% mittlerweile für die Feuerbestattung, und Linz war da wirklich ein Vorreiter in dieser Bestattungsform.